Vorstandsmitglieder der DPOLG Bayern zu Besuch beim Landesamt für Asyl und Rückführungen in Manching. Seit der Geburtsstunde des LFAR im August 2018 steht die DPOLG in engem Austausch mit der Behörde. Deren Präsident Thomas Hampel betonte, wie wichtig die Polizei als Partner ist. Unter den Polizeibeamtinnen und Beamten herrscht aber oft Unmut, wenn geplante Rückführungen aus vielfältigsten Gründen scheitern. Also wir haben ja immer wieder darauf hingewiesen, dass das Problem der Kolleginnen und Kollegen das ist, dass wenn sie Abschiebungen machen müssen, dann den Abzuschiebenden nicht antreffen oder letztendlich die Abschiebung nicht vollzogen werden kann, weil es auf dem Weg dorthin oder dann bei der Annahmeübergabe zum Flieger Probleme gibt, dann den auch wieder zurücktransportieren müssen. Das ist natürlich unbefriedigend für die Kolleginnen und Kollegen und das ist eines der Probleme, die wir eben auch mit dem Landesamt und dem Herrn Hampel besprochen haben und uns erklären haben lassen, was alles auch für Gründe dafür sprechen können, warum manche Abschiebungen einfach auch nicht vollzogen werden können. Um die Stimmung zu verbessern, arbeitet das LFAR unter anderem auch an der internen Kommunikation. Ja, gerade im Bereich der Kommunikation ist es uns wichtig, bei schwierigen Einsatzfällen für die Polizei, für die Ausländerbehörden, aber auch für uns entsprechende Rückmeldungen an die Vorortbehörden zu geben, an die Kolleginnen und Kollegen, die zum Teil in sehr schwierigen Einsatzsituationen, auch in psychisch belastenden Einsatzsituationen sind, dass die eben auch eine Rückmeldung bekommen, dass der Einsatz gut gelaufen ist und dass sie eben auch ein positives Feedback bekommen. Rund 2,5 Stunden hat Thomas Hampel erklärt, an wie vielen Fronten seine Behörde arbeiten muss, um die Rückführung einer einzigen Person abwickeln zu können. Ja, wir haben jetzt heute wieder mitbekommen, dass das Landesamt sehr intensiv an dieser Quote auch arbeitet und Verbesserungen versucht hinzubekommen. Das sind Fragen mit den Aufnahmeländern, also die Länder, in denen abgeschoben werden müssen, aber es sind eben auch Koordinierungsfragen mit der Bundespolizei, mit den Ausländerämtern innerhalb der Polizei, die dann letztendlich überall auch mal für eine Situation sorgen können, dass eben eine Abschiebung nicht funktionieren kann. Da hatte ich aber auch heute den Eindruck, dass das Landesamt das gut im Blick hat, das auch differenzierter zukünftig darstellen wird und an diesen Schnittstellenproblemen gearbeitet wird. Und um diese Probleme noch weiter zu beheben, soll der Personalstand von aktuell 119 noch weiter erhöht werden. Wir sind derzeit immer noch im Personalaufwuchs. Wir stellen auch nach wie vor ein. Unser Schwerpunkt liegt momentan im Bereich Schubwesen. Da suchen wir auch engagierte Mitarbeiter nach wie vor und sind weiter auf einem guten Weg, den Personalstand weiter zu erhöhen.